So, für alle, die sich gefragt haben, warum ich mich beim Videodrehen nicht konzentrieren kann, deswegen. Es ist unfassbar schwer, sich zu konzentrieren, wenn man dann jemanden neben sich hat, der ständig solche Sachen macht. Hört auf. Jo, bitte. Das Ding ist, das Gute ist, es ist mir eigentlich egal, weil dieser Schuh, der ist sowas von inzwischen versifft, aber trotzdem wäre ich, oh. Trotzdem wäre ich sehr froh, wenn er das nicht gerade machen müsste, während ich versuche, für euch Videos aufzunehmen. So, weg ist es. Vielleicht spielt er dafür nochmal mit der Flasche. Wartet, das war einfach voll süß. Nein, die ist jetzt all. Gut. Ich entschuldige mich übrigens schon mal, dass es diesen Monat nicht so viel Content gibt, aber der April ist pflichttechnisch für mich echt das Schwierigste und ich merke jetzt schon im Mai langsam dieses Jahr, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Also entschuldigt, ich versuche so gut ich kann irgendwie was für euch zusammenzuschustern und ja, ich merke, dass ich gerade von Tag zu Tag mehr Energie verliere, deswegen versuche ich gerade am Stück so viel wie möglich für euch vorzubereiten, damit wir alle noch was haben davon. Oh, ich liebe es, wenn er das macht. Oh, es ist so süß. Also, das ist jetzt noch vorm Arztbesuch. Ey, das glaubt er echt nicht. Wie der letzte. Oh, ne. Nicht die Gummisohle. Nicht die Gummisohle. Ist schon witzig, Mama. Wenn ich mal überlege, vor 6 Jahren hätte ich locker lässig jedem Hasen meine Schuhe fressen lassen können, weil damals waren die Materialien noch nicht so bedenklich wie heutzutage. Ja, schon schlimm. Und so endet es dann meistens, dass er dann da sitzt und mich die ganze Zeit so starrt und mich anstarrt und dann starrt und starrt und starrt und starrt und starrt und. Oh. Ja, ist schon klar, Mama. Hilft nicht. Aber jetzt sieht es wenigstens mal jeder, wie ich abgelenkt werde. Und Und halt im Stall. ich kann jetzt noch nicht, weil ich ihn will, dass er so überdreht ist die ganze Nacht. Sonst sagst du heute Nacht wieder, der Hase hat die ganze Nacht gescharrt. Ja, auf jeden Fall. Da oben drauf steht normalerweise die Kamera und das ist gerade richtig schwierig. Also mein Tipp für alle Eltern, die sich überlegen, ob sie ihren Kindern einen Hasen zulegen, überlegt es euch zweimal. Ich sag's bloß. Gut, jetzt ist er auf dem Weg zu meiner Mom. Vielleicht haben wir jetzt Drehruhe. Das glaubt man nicht. Zum Neo. Was man natürlich wissen muss, ist, dass in diesem Schuh etwas drin ist, was er liebt. Also, das ist noch der einzige Grund, warum ich das akzeptiere. Ja, gut. Jetzt wisst ihr, wieso ich mir heute so schwer, wieso es dieses Mal so schwer fällt, Videos zu drehen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.